Hallo und willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leo Wolfan und ich möchte euch heute American Shaolin vorstellen. Warum diesen Film? Eigentlich ganz einfach, weil ich ihn liebe. Okay, so einfach natürlich auch nicht. Ich finde einfach die Story, die Idee und ja die Moral so an sich super. Und wo er das erste Mal halt im Fernsehen kam, klar, habe ich ein paar Mal gesehen dann, musste ich natürlich haben. Ich habe ihn irgendwo auf Kassette auch, aber nicht als Original, habe ich ihn natürlich aufgenommen. Und später, wo ich ihn halt als DVD gesehen habe, dachte ich, ja, das ist erstmal die Story, warum habe ich diesen Film? Kommen wir jetzt mal zu, ja, zur Hülle an sich ist eigentlich nicht groß zu sagen, ist für die Zeit eigentlich Standard, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar ist es denn, hier oben stehen die Schauspieler, wo ich ehrlich gesagt groß jetzt keinen kenne. Ihr wisst, ich habe zwar viele Filme, aber ich beschäftige mich wenig mit den Schauspielern, eher mit den Filmen. Ich bin ja darin ehrlich. Also es geht, was man auch hier so ein bisschen sieht, eben um Lou Carson. Und er ist halt ein Kämpfer und wird von einem, ja, zu dem Zeitpunkt denkt er halt von einem Meister des Shaolins ausgebildet, verliert aber allerdings seinen Kampf, spricht mit seinem, ja, ich sage einfach jetzt mal Meister dazu, mit seinem Meister und, ja, warum habe ich denn verloren? Und da sagt der Meister, tut mir leid, ich muss dir leider was sagen, weil ich war noch nie in Shaolin und ich wurde nicht aufgenommen. Da sagt halt drauf, okay, ich werde nicht deinen Fehler wiederholen, ich werde zum Shaolin gehen und ich werde auch da halt trainieren. Das ist so die Anfangsgeschichte. Ich mach mal so nebenbei kurz mal die Hülle auf. Ihr seht, der gleiche Druck, nichts Besonderes. Und wie gesagt, Du macht sich halt auf nach Shaolin, also, und möchte natürlich unbedingt ins Shaolin-Kloster hinein. Natürlich lassen sie ihn nicht erstmals rein. Und er kriegt eine sehr wichtige Lektion schon zum Anfang. Und zwar von seiner späteren Freundin erzählt ihnen die Geschichte, dass es einen Mönch gab, der wohl auch unbedingt Shaolin werden wollte. Also da war wohl noch kein Mönch und er mehrere Tage halt vorm Shaolin-Kloster gesessen hat, bis sie endlich ihn reingelassen haben. Und diese Lektion, die übernimmt er. Er setzt sich vor dem Shaolin und sagt, ich bleib hier so lange, bis ihr mich reinlässt. Das sind dann auch mehrere Tage. Es regnet, es ist wirklich unheimlich schlimmes Wetter, es ist teilweise warm, mehrere Tage lang. Es hat dann richtig ausgedurst, also richtig hat er Durst und dann teilweise eben schüttet es wie Sau, also es regnet dann. Und er macht dann auch die große Erfahrung, dass zum Beispiel eine Taube dann zu ihm kommt und bei ihm Schutz vor dem Regen sucht. Und dadurch verändert er sich, weil vorher wollte er eigentlich nur Shaolin-Kämpfer werden, um sich zu rächen, um an denjenigen, der ihn halt besiegt hat, Rache zu nehmen. Und das weicht, das ist nachher weg. Weil er sehr, sehr viel wirklich von Shaolin lernt. Klar, als Amerikaner in Shaolin macht er viel Blödsinn. Gut. Die Geschichte wirklich an sich hat wirklich eine Tiefe. Okay, der Film, die Copyrights sind von 2003, also erwartet jetzt nicht zu viel. Da muss man halt ehrlich sagen, der Film ist nicht gerade neu, klar. Aber er ist immer noch, ich finde heute eigentlich immer noch einer der wirklich guten Filme mit Moral und sowas halt. Und auch tollen Kampfszenen. Von der Bewertung fällt es mir eigentlich schwer, weil ich ja wieder ein bisschen finde, ich bin befangen. Er kriegt von mir, sagen wir mal, 4 Punkte.
Einen kompletten ziehe ich halt ab, weil man hätte eigentlich zwar nicht mehr viel machen können zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem, irgendwo muss ich doch rummeckern. Nein, es ist wirklich ein toller Film. Es macht Spaß, sich ihn anzugucken. Die Geschichte ist toll, die Schauspieler machen ihre Sache toll. Vor allem der Du-Darsteller. Die Veränderung von, sag ich mal, diesem leicht. Er ist jetzt nicht der aggressive Kämpfer, er ist eher so ein bisschen, naja. Eher so der angepiekste, leicht verletzte, im Stolz verletzte Mensch. Und da nachher zu diesem, naja, sag nicht gläubig, aber halt eben. Bewusstere Menschen. So bewusster, was Kämpfe anrichten kann, bewusst, dass man es eigentlich nicht braucht, hat schon was. Okay, man kennt es aus anderen Filmen auch. Das war mein Review im Großen und Ganzen. Ich kann ihn wirklich, wenn ihr ihn günstig seht, ihr solltet jetzt dafür kein Vermögen ausgeben. Oder er mal wieder im Fernsehen kommt, wobei ich habe ihn länger nicht mehr gesehen, was ich schade finde. Also mein Rat, schaut ihn euch an, genießt diesen Film, habt Spaß und ich sage Tschüss, bis dann.